Die leckeren Gerichte von Jamie Oliver kann man bereits am Wiener Flughafen vernaschen. Jetzt berichtet der Falstaff, dass wir bald auch in der Wiener Innenstadt in den Genuss kommen. Anstelle des Italico der Familie Huth soll bald ein Jamie's Italian Lokal entstehen. Dabei ist das Italico erst im November als zweiter Standort des bekannten Italieners aus der Praterstraße eröffnet worden, nachdem Harry's Time dort geschlossen hatte. Jetzt soll das Italico für Jamie's Italian weichen. Damit würde der Sternekoch seinen 60. Standort eröffnen. Das scheint ein guter Beweis dafür zu sein, wie gut die Küche ist. Jamie Oliver kocht eine Mischung aus leckerer italienischer Küche mit einem Hauch britischen Geschmack. Wann Jamie's Italian am Stubenring eröffnen soll, ist noch nicht bekannt.